Freunde, willkommen zurück zur dritten Episode der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge in der Feuerroten Edition. Danke fürs Einschalten natürlich. Und wir kämpfen jetzt weiter, weil wir brauchen Kohle. Ich glaube, das nervt so tierisch. Ein Fampi. Ja, ich bin halt echt überlevelt, was soll ich machen? Ich brauche schleunigst mehr Pokémon. Und mit meinem Glück ist der nächste Encounter Mewtwo. Ja, wir wollen kämpfen. Nicht weil ich will, weil ich das verdammte Geld brauche. Dragoran ist nicht gut. Was, Level 11? Außer jetzt hat Drachenboot, dann bin ich gefickt. Überroller? Donnerwelle, okay. Könnte schlimmer sein. Ich verliere zwar ein bisschen Init, aber... Windhose, okay, sollte ziemlich mir egal sein. Natürlich kriege ich die Pullballer gleich mit. Das ist halt. Ich habe viel zu viel Angst, dass das Drachenmut auf einmal auspackt. Deswegen. Meine Tränke helfen nicht einmal mehr viel, weil ich zu viel KP habe. Halleluja. Puh, 513. Was hat er jetzt? Dragonier. Okay. Überroller. Müsste rein theoretisch ein One-Hit sein. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Drachengegner ist auch nicht gerade optimal für mich, fällt mir nur gerade auf. Okay. Dann gehen wir zurück zur Stadt, kaufen uns Pokébälle und wie viel Kohle habe ich? So angesammelt. Ah, nein, nicht Beutel. 900er. Wirklich? Seriously? Ja, fuck off, wir versuchen es. So, wir haben uns das Pokéball gekauft, wir fahren, jetzt gehen wir einen Counter fangen. Lass mich nur vorher speichern. So, Freunde, wir haben uns das Pokéball geholt. Wie viel habe ich denn jetzt? Ah. Sieben Pokébälle. Vielleicht haben wir Glück. Schauen wir mal. Im Wald können wir jetzt noch was holen. Bitte. Groink. Jetzt ist halt die Frage, ob ich es fangen kann. Wieso? Ich kann sie nicht einmal schwächen jetzt mehr. Natürlich geht die Hypnose daneben. Es ist ein Gronkh mit Platscher. Manchmal, meine lieben Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht. Upsala.
Was ist Level 4? Das muss doch machbar sein, das auch so zu fangen. Ja, nee, vergiss das wieder. Es wird ein Scheißiger. Und ich kann es nicht schwächen, wie soll ich schwächen? Ich bin Level 23, es gibt keine Attacke, dass es überlebt. Keine Chance. LOL. LOL. Oh. Wie will ich nennen? Wir nennen dich. Wie nenne ich dich denn? Ich nenne dich Specky. Specky. So. Pokémon. Was hast denn du für einen Moveball? Kannst du überhaupt angreifen? Platscher, Psywelle, Schnüffler, Psystrahl, ja. Na gut, Freunde, ich werde jetzt mein Specky trainieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Friends, ich habe meinen Specky auf Level 16 gebracht. Aber er hat keinen neuen Moves gelernt. Platscher, Psywelle, Schnüffler, Psystrahl, naja, wenigstens Psycho. Jetzt werden wir uns, ich habe keine Kohle, gell? Lass mich mal kurz nachschauen, ob ich, ob Silberstabbing das wert hat, das werde ich versuchen zu verkaufen, gibt's mal eine Sekunde. So. Okay, verkaufen, hat das irgendeinen Wert? 50, ach komm schon. Ach, die kann man, oh, die kann man verkaufen, ja, gehört dir, Freund. Ich brauche das Geld. Ja, kaufen. Pokéball. 8 Stück. Es. Nicht mal Tränke mehr. So, jetzt sind wir drüben auf der Route 3. Was fangen? Lass mich kurz rübergehen. So, Freunde, wir sind jetzt auf Route 3 hier und wir werden uns jetzt unseren nächsten Encounter holen. Milotic. Scheiße. Milotic ist ein gutes Pokémon, keine Frage. Aber noch ein Wasser-Pokémon. Das ist das Problem. Ich meine, ja, besser als gar nichts, aber es ist halt ein Wasser-Pokémon, that's the problem. Okay. Ich glaube, weiter runter kann ich ihn nicht mehr schwächen. Wir werden Boxer reinholen, dann werden wir es einschläfern und versuchen einfach zu fangen und schauen, dass wir wieder 10 Pokémon, Pokébälle oder die paar, die wir gekauft haben, wieder loswerden. Ja, ja, komm. Natürlich trifft es nicht. Warum sollte es doch treffen? Du, ah! Trifft doch! Danke! Milotic ist echt ein cooles Pokémon. Beutel, wie viele Pokébälle haben wir jetzt? 9. Na, versuchen wir es. Beim ersten. Endlich muss ich keiner verschwinden. Ach Gott. Endlich. Nein, jetzt habe ich ihm keinen Spitznamen gegeben. Fuck! Nein, ich wollte ihm einen Spitznamen geben.
Scheiße. Aber werden wir halt nachholen beim Namensvergeber. Ich weiß noch nicht, wo es den gibt, aber das werde ich nachschauen. Ist, okay, Miltik ist rein Wasser. Okay. Aquaknarr und Wickel. Ja, der Movepool ist nicht gerade der beste, aber hey, wir haben ein drittes Pokémon. Ist ja schon mal was. So, jetzt will ich kurz ins Pokémon Center. Ich werde derweil bei Milotic derweil nicht trainieren, weil ich habe derweil ein Wasser-Pokémon, deswegen schauen wir mal nachher dann vielleicht. Ja, aber ich würde auch sagen, meine Freunde, da hört die Folge auch wieder auf, bevor wir uns... Ey, warte mal, es ist Route 4. Ah, da unten ist wieder Route 3. Okay, hat sich erledigt. Hier kann man... Ja. Gut, bevor wir uns in den Mondberg begeben, beende ich die Folge hier. Danke fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Schaltet bei der nächsten Folge auch wieder ein und bis zum nächsten Mal.